Jo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Skyrim Queen. Seid ihr mal an? Ich weiß nicht, sagen. Mondfristen eigentlich. Ja. Der Bär irritiert mich gerade ein bisschen. Ihr werdet euch vielleicht gerade wundern, was ich hier mache. Ich bin hier nochmal in Iverstadt hingekommen und hatte eigentlich vor, offscreen den armen Leafy oder wie er hieß. Wie hieß er gleich wieder? Narfi. Den armen Narfi wieder zu beleben, irgendwie tat er mir echt leid. Also der hat es wirklich ganz und gar nicht verdient, durch die Hand der dunklen Bruderschaft zu sterben. Leider ist sein Leichnam schon weg und ja, ich werde ihn jetzt nicht aus dem Reich des Vergessens zurückholen. Das ist. Bleib vorsichtig mit dem Feuer. Ja, ja, ist schon recht. Genau. Was soll man denn das eigentlich tun? Jenseits der Stille auf Zack tötet Herden. Ja, das werden wir wohl dann als nächstes tun. Also ich hole ihn jetzt nicht aus dem Reich des Vergessens. Das ist immer so. Ja, vielleicht irgendwann einmal, wenn ich sowieso mal wieder dahin muss. Da gibt es doch so einen Raum, wo die ganzen Toten gestapelt werden. Ihr könnt euch das in meinem Tutorial zu Skyrim anschauen. Tod vermeiden, wiederbeleben und so weiter. Da habe ich ein Tutorial für erstellt. Könnte ich schon machen, aber das lasse ich jetzt mal sein. Gut, kümmern wir uns um den nächsten Auftrag. Wir sollen also, Moment, diesen Herrn erledigen. Wie heißt das? Das ist ein Vampir, oder? Ich soll zur Halbmondmühle reisen und den Vampirherrn ermorden. Die Wahl der Mittel ist mir überlassen. Danach kann ich mir bei Nazia in der Zuflucht meinen Lohn abholen. Ja, Vampir, das machen wir doch ganz stilecht mit Armbrust. Ich habe doch da die Van Helsing Armbrust. Das ist genau die richtige Waffe für den Einsatz. Und ich gönne dem Vampir sogar ein paar Drachenknochenbolzen. Den lassen wir jetzt stilvoll abnippeln. Wo sind sie denn da? 1067 habe ich noch extra für solche Zwecke angeschafft. Werde ich bald Nachschub brauchen, weil mit dieser Armbrust verschießt man die ja wie nix. Gut. Aufschließen, Novize und... Also, Vampire jagen oder so, da habe ich keine Gewissensbisse. Normalerweise geht man ja davon aus, dass die dadurch erlöst werden. Serana ist eine große Ausnahme. Ja, gut, Serana kann ist dann... Kann eine Frau nicht einmal einen Moment für sich haben? Lasst mich in... Ich werde euch nicht noch einmal warnen. Verschwindet oder ich rufe die Wachen. Ja, ja, ist ja schon gut. Wir müssen hier uns hier was anderes einfallen lassen. Die weiß gar nicht, dass sie mit einem Vampir verheiratet ist oder weiß sie es. Ich nehme mal an, der kommt nachts raus, der Kerl. Ja, dann... warten wir mal 12 Stunden. Und schauen uns das an. Ansonsten dringen wir halt nachts in das Haus ein, schleichend natürlich. Jetzt muss ich doch tatsächlich nochmal auf der Karte gucken, wo ich ja eigentlich genau bin. Ja, zum Abend hin kommt sie raus. Ist die etwa auch ein Vampir? Halbmondmühle. Reden wir mal mit ihr. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Gefällt es euch hier draußen weit weg von allem? Andere Leute machen die Dinge nur komplizierter. Hier draußen bekommen Herrn und ich alles, was wir brauchen von den Reisenden, die gelegentlich vorbeikommen. Tja, Herrn ist so eine also Sache. Gut. Du weißt nicht, dass das ein Vampir ist, oder? Oder wohnt ihr deswegen abseits? Herrn und ich haben so gern Gäste. Diese Wachen sind so langweilig. Novize, wo ist denn dein Herrn? Herrn ist da hinten irgendwo. Reden wir erstmal mit ihm, bevor wir ihn umbügeln. Das können wir immer noch tun. Follower Firewood Status 2 auf 60. Soll das heißen, Serana hat gerade Holz? Schaut so aus. Sehr, sehr schön. Wenn sie das öfters macht, kann ich da meinen Nachschub an Drachenknochenholz mit Dingsen. Sieh an. Was haben wir denn hier? Ein verirrtes kleines Lamm? Ich weiß, was ihr seid. Assassinen gegen Vampir in Jahrhundertkampf. Schweigen.
Also, warte mal. Ausgeburt der Nacht. Gut, versuchen wir es mal so. Vielleicht kriege ich irgendwas aus ihm raus. Nun, dann werdet ihr hier nicht lebend rauskommen. Woher seid ihr gekommen? Und jetzt haben wir seine Frau an der Backe. Okay, das wollte ich so nicht haben. Gut, es muss auch anders gehen, ohne unnötige Opfer. Das muss auch anders gehen. Sieh an, was haben wir denn hier? Ein verirrtes kleines Lamm? Ich würde ihm ja eigentlich heilen, wenn ich könnte, kann ich aber nicht schweigen. Ihr redet nicht viel, aber irgendetwas an euch ist seltsam. Ihr wandelt im Schatten des Todes. Verschwindet. Verschwindet und kommt nie wieder. Okay. Mal schauen, ob sich daraus was ergibt. Ich möchte erreichen, dass er mich zuerst angreift. Hier solltet ihr wirklich nicht herumhungern, Fremder. Und wo gehst du jetzt hin? Jetzt bleibt nur abzuwarten, ob seine Frau aggro ist. Die kann uns eigentlich nicht gesehen haben bei der Tat. Das überprüfen wir mal. Seinen Schlüssel haben wir. Wer weiß, wofür wir nochmal brauchen. Jetzt reden wir mal mit seiner Frau. Vielleicht können wir ihm sagen, dass er ein Vampir war und blablub und außerdem und sowieso. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Ich kaufe mal ein bisschen Holz zur Entschädigung. Fleißig am Bauen, wie? Wir können es euch überall hinliefern. Jo, genau. 200 Gold. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Jo, fleißig am Bauen, wie? Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Genau, damit hat sie zumindest mal ein Geschäft gemacht, sozusagen als Ausgleich. Ich glaube, das war eine saubere Lösung. Jetzt gehen wir in die Zuflucht. Erstattet Nasir Bericht. Den Ladebildschirm erspare ich euch. Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. Irgendwie fehlt gerade im Zuge der Dämmerwacht so eine Sache wie, was weiß ich, so eine Art Kreuz oder so, mit dem man die Vampire bannen kann oder keine Ahnung. Irgendwie was, womit man Vampire heilen kann. Irgendwie fehlt da was. Und ich wünschte mir auch Silbergeschosse. Falls ihr Gruselromane liebt oder so, mittlerweile gibt's einige Hörspiele von John Sinclair. Auf YouTube habe ich mir neulich mal über 100 davon angehört. War mal wieder sehr erfrischend, also... Wenn ich es nicht vergesse, dann verlinke ich euch mal eine Playlist und dann könnt ihr euch ja mal selbst ein Bild machen. Die sind aus den 80er Jahren, also wundert ihr euch nicht über den Stil. Das ist halt im Stil der 80er Jahre geschrieben, diese Romane und auch diese Hörspiele. Sollte euch nicht stören. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ihr braucht etwas? Nein, ich brauche nichts. Ich brauche Nasir. Wo ist er denn? Nasir, komm, Putiput. Wenn ich den schon wieder höre, den Spinner da hinten. Ach Gott, bei dem stehen sich mir die Haare zu Berge, aber um den kümmere ich mich bei Zeiten. Schwester? Herrn ist tot. Sarkasmus wäre diesmal fehl am Platz. Ihr seid gegen einen Vampir angetreten und habt überlebt. Gut gemacht. Und wenn ihr euch eine sanguinare Vampiris eingefangen habt, lasst euch bitte behandeln. Sonst endet ihr noch wie unsere Babette. Es sei denn, ihr habt es die ganze Zeit darauf angelegt. Hier ist eure Bezahlung. Aha. Gibt es noch weitere Aufträge zu erledigen? Na, ihr seid ja mit Feuereifer bei der Sache.
Ich muss euch aber leider enttäuschen. Es gibt gerade nichts zu tun. Kommt später wieder vorbei. Naja, was heißt Feuereifer? Ich muss irgendwie in die Führungsriege der dunklen Bruderschaft, damit ich euch endgültig auslöschen kann. Was ist mit dem Spinner schon wieder? Warte mal, Aura flüstern, da sehe ich die Typen besser. Was? Janir! Aha, da hinten. Irgendwie, hm? So. Ihr seid der Zuhörer, ihr seid der Zuhörer! Ich habe Mutter gut gedient! Das habe ich! Am liebsten würde ich ihn gleich erschießen, den Kerl. Ich pack den Kerl nicht. Aber der Sprecher ist hervorragend. Das ist also... Da hat bei Cicero wirklich gute Arbeit geleistet. Er hat diese Hysterie, diesen Wahnsinn gut rübergebracht. Respekt. Der Kerl muss einen einfach nerven, glaube ich. Das ist genau das, was er tun soll. Dina Astrid und... Jenseits der Stille, sprich mit... Achso, das können wir jetzt machen. Sprich mit Amont Motier. Wo muss ich denn dazu hin? Nach Volunrut, okay. Ja, Zuflucht. Das Leben ist einfach und gut. Da lang, glaube ich. Mal schauen, ob ich recht habe. Ja, das sieht gut aus. Astros lungert immer noch darum. Was man halt so macht, wenn man halt, was weiß ich, eine dunkle Bruderschaft anzuführen hat, dann lungert man halt mal rum. Sterbliche stellen Sithis oft als Skelettwesen dar, um seine Verbundenheit mit dem Tod zu symbolisieren. In Wirklichkeit ist der Fürst des Schreckens formlos und unendlich wie die Leere. Aha! Was haben wir denn eigentlich hier? Ist das dieses Kirchenfenster? Kirchenfenster, dieses Buntglasfenster, das da unten in der dunklen Bruderschaft an der Wand ist irgendwo? Egal, ich überspringe den Ladebildschirm. Okidoki, dann jenseits der Stille. Volunrut, schnell nach. Ja. Volunrut scheint noch nicht erledigt zu sein. Gut, das hängt vielleicht mit der Quest jetzt zusammen. Eieiei. Ich habe ja bis vor kurzem immer gedacht, Skyrim hätte lange Ladebildschirme, aber Elder Scrolls Online toppt das noch um Längen. Da warte ich manchmal, was weiß ich, 5 Minuten oder so. Ich habe auch schon länger warten müssen, 20 Minuten. Habe ja auch schon gewartet. Oh, da war doch gerade, hat doch irgendwas geflattert. Habe ich dann Drachen gehört? Nee. Ja, wo ist jetzt dieser Motier? Muss ich da jetzt echt rein? Also Volunrut ist definitiv noch nicht erledigt. Sonst würde unten drunter stehen, ja, was weiß ich, abgeschlossen oder so. Karte. Also ich war hier schon, wie man sieht. Ich habe das kartografiert. Was? Da steht ja jetzt doch abgeschlossen. Na gut, soll mir recht sein. Mir wurscht. Irgendwas wird es hier schon noch zu tun geben. Oder versteckt sich dieses... Bei den allmächtigen Göttern. Ihr seid gekommen. Ihr seid wirklich gekommen. Dieses schreckliche schwarze Sakrament. Es hat funktioniert. Ihr habt die Tür zur Dunkelheit geöffnet, kleiner Mann. Die Antwort gefällt mir. Oh, ich weiß. Aber ich bin wirklich froh, dass ihr hier seid. Bitte erlaubt mir, euch mein Anliegen zu unterbreiten. Eure Zeit ist gewiss ebenso kostbar wie meine. Ich habe einen Auftrag für euch. Eigentlich sogar mehrere. Ich wage zu behaupten, dass es die wichtigste Aufgabe ist, die eurer Organisation seit, Jahrhunderten übertragen wurde. Sprecht weiter. Wie gesagt, ihr sollt für mich mehrere Leute töten. Ihr werdet bemerken, dass sowohl die Ziele als auch die Art ihrer Eliminierung recht abwechslungsreich sind.
Jemand von eurem Schlag wird vermutlich sogar Vergnügen daran finden. Doch ihr solltet auch wissen, dass die Morde lediglich ein Mittel zum Zweck darstellen. Denn sie ebnen euch den Weg zum wichtigsten aller Ziele. Der wahre Grund, aus dem ich in den Tiefen dieser scheußlichen Krypta mit einem Halsabschneider rede, es geht nämlich um die Ermordung des Kaisers. Jetzt fehlt der Tusch. Ta-ta! Oder, nee. Führer kommen und gehen, für mich zählt nur das Geschäft. Ihr wollt, dass wir den Kaiser töten von Tamriel? So ist es. Was ich da verlange, ist natürlich keine Kleinigkeit. Doch ihr repräsentiert die dunkle Bruderschaft. Das ist es doch, was ihr tut. Oder nicht? Ihr müsst das verstehen. Auf diesen Tag habe ich lange hingearbeitet. All die Planung, all die Taktiererei. Es ist, als stünden selbst die Sterne endlich richtig. Aber ich schweife vom Thema ab. Hier, nehmt. Überbringt sie eurem, Vorgesetzten. Rexus, die Gegenstände! Ein kaiserlicher Soldat? Hier. Dem versiegelten Brief könnt ihr entnehmen, was zu tun ist. Das Amulett ist recht kostbar. Ihr könnt damit all eure Unkosten bezahlen. Tja, dann sollte ich mir diesen Brief wohl mal anschauen. Wo steht er denn, der versiegelte Brief? Hallo, da, hier. Hochgeschätzter Aufseher, wie eurem Untergebenen bereits mitgeteilt wurde, wünsche ich eure Organisation für eine heikle diplomatische Aufgabe anzuheuern. All das würde natürlich in einem historischen Treffen mit dem Anführer höchstpersönlich gipfeln. Um eine Audienz bei dem Anführer zu erhalten, müssen zunächst eine Reihe vorangehender Treffen stattfinden. Diese habe ich in der Folge aufgeführt. Erstens, ihr müsst der kommenden Hochzeit im Tempel der Göttlichen in Einsamkeit beiwohnen. Die Braut muss ein Geschenk erhalten, das sie nie vergessen wird. Ganz Einsamkeit muss über das Geschenk sprechen, sodass es zweifelsfrei das Ohr des Anführers erreicht. Zweitens, ein gewisser hochrangiger und dauerhaft in den Himmelsrand stationierter Offizier ist für die Sicherheit des Anführers verantwortlich, wenn er sich zu einem Besuch entscheiden sollte. Wenn dieser Offizier von der Reise des Anführers erfährt, wird er die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen. Ihr müsst die Pläne dieses Offiziers erfahren, um sicherzugehen, dass bei eurer Audienz mit dem Anführer für ausreichend Sicherheit gesorgt ist. Drittens. Vor einigen Monaten plante der Anführer eine Reise nach Himmelsrand, die unerwarteterweise abgesagt wurde. Damals wurde ein weltberühmter Koch nach Himmelsrand gebracht, um ein Festmahl zu kochen. Dieser Koch ist auf Abruf in Himmelsrand verblieben. Ihr müsst ihn überzeugen, dass es euch eine Ehre wäre, an seiner Stadt für den Anführer zu kochen. Mir ist klar, dass diese Anweisungen nicht sehr genau sind, und ich entschuldige mich, aber die Unklarheit dient der Sicherheit. Sicherlich verfügt eine Organisation wie die eure über die notwendigen Mittel und Ressourcen, um vor jedem Treffen alle relevanten Informationen in Erfahrung zu bringen. Wenn der letzte Teil unserer Abmachung durchgeführt wurde, ihr eine Audienz mit dem Anführer erhalten und das Geschäft erledigt habt, werde ich mich die letzte Zahlung betreffend wieder mit euch in Verbindung setzen. Mit besten Grüßen, ein Freund. So. F5, jetzt will ich mal ein bisschen Spaß haben. Das werde ich jetzt nicht so lassen. Was können wir denn... Ich will jetzt mit diesem kleinen Arschloch ein bisschen Spaß haben. Von Verbündeten in Nähe? Nein, das nicht. Seelenreißer, den möchte ich jetzt haben. Wie kann ich? Was soll? Woher seid ihr gekommen? Und du, ha? Wahrscheinlich ist der essentiell, den kann ich jetzt nicht erledigen. Aber wir haben ja mal gezeigt, was es heißt, von einem Assassinen angegriffen zu werden. Gut, lassen wir das. Gibt's noch was Kreativeres? Ein bisschen Spaß möchte ich noch mit ihm haben. Was haben wir denn noch? Kreative Tierfreundschaft, das könnte man mal ausprobieren.
Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Passiert dann was? Dann könnte ich überhaupt mal testen. Draußen, im Freien. Also hier nutzen wir jetzt nichts. Hier gibt es wohl keine Tiere, nicht mal Skaver. Zyklonen, das könnte lustig sein. Also, jetzt muss ich erstmal Dings abklingen. Ja, das mache ich mit F9. Geht schneller als warten. Zyklonen, mal gucken, ob das hier geht. Kann ich. Woher seid ihr gekommen? Hehe, das ist lustig. Da schaust du, wie du halt schaust, wenn du schaust. Hallo? Seid ihr noch da? Irgendwie wirken die gerade ein bisschen. Tot können sie nicht sein. Nee, können sie nicht. Das. Und? Woher seid ihr gekommen? Jetzt geht er aber stiften. Ihr seid eine tote Frau. Okay, das ist jetzt nicht halb so lustig, wie ich gehofft habe. Egal, lassen wir das. Gehen wir zurück zur Quest. Kann ja. Ich sonst noch etwas für euch tun? Ja, du könntest dir ein Messer in den Bauch rammen, du Arsch. Ich mag den Typ nicht. Will den Kaiser ermorden. Bestimmt macht politische Spielchen. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ja, hau einfach ab und geh sterben. So. Was? Ich höre doch hier ein Skelett, eindeutig. Was? Janir! Auf jeden Fall ist dieses Ding hier voller Viechzeug. Und tschüss. Kriege ich meine Bolzen wieder? Nein. Na gut, dann nehmen wir halt das Knochenmehl stattdessen. Gut, Fürstentum Weißlauf. Ja, dann berichten wir mal. Dann erstatten wir mal Bericht. Und schauen, was. So. Ich nehme mal an, Astrid ist dann zuständig. Jenseits der Stille. Überbringer. Ja, dachte ich mir doch. Hallo. Ist jetzt so schwierig, meine Güte, dann halt so. Zuflucht. Den Ladebildschirm erspare ich euch wieder. Gut. Waffe wegstecken. Kiefernwald Zuflucht. Dann sind wir mal gespannt, was die gute Astrid dazu zu sagen hat. Ihr Hallo, seid Landrat. Zurück. Gut. Also, was nun? Mutier Habt ihr wünscht. Euch mit diesem Mutier getroffen? Was wollte er? Mutier wünscht, dass wir den Kaiser ermorden. Das ist nicht euer Ernst. Doch. Astrid das Amulett und den versiegelnden Brief zeigen. Was ist das? Der ist nicht mehr versiegelt. Ich habe reingeguckt. In dem Brief wird alles erklärt. Das Amulett soll unsere Ausgaben kompensieren. Bei Cities, ihr meint es ernst. Den Kaiser von Tamriel töten. Die dunkle Bruderschaft hat seit der Ermordung von Pelagius nichts derartiges getan. Um genau zu sein, hat es seit dem Attentat auf Uriel Septim niemand mehr gewagt, einen Kaiser von Tamriel zu ermorden. Und das ist schon über 200 Jahre her. Siehe Oblivion, gleich zu Beginn. Die Mutter der Nacht würde uns bestimmt nicht in die Irre führen. Nein, das würde sie ganz sicher nicht. Und aus welchem Grund auch immer, sie hat sich entschlossen, Mutiers Informationen an euch weiterzugeben. Ich bin mir nicht sicher, was hier genau vor sich geht. Ob ihr nun tatsächlich der Zuhörer seid, ob es sich um einen Zufall handelt oder etwas ganz anderes. Doch was wir nun vor uns haben... Wir nehmen den Auftrag also an. Und ob wir das werden. Wenn wir damit erfolgreich sind, wird die dunkle Bruderschaft wieder respektiert und gefürchtet sein, wie seit Jahrhunderten nicht mehr. Glaubt ihr wirklich, ich würde eine Gelegenheit auslassen, meine Familie zu Ruhm und Ehre zu führen? Aber das ist mir alles etwas zu viel. Ich brauche Zeit, um den Brief zu lesen.
zu überlegen, wie es weitergehen soll. Und dann dieses Amulett. Was denkt ihr? Ich denke, dass jemand dieses Amulett begutachten muss. Ich will wissen, woher es stammt, wie viel es wert ist und ob wir es tatsächlich verkaufen können. Und es gibt nur einen Mann, der uns in dieser Sache helfen kann. Delvin Mallory. Er ist ein Hehler, arbeitet nur für sich selbst. Er operiert vom Rattenweg aus in Rifton. Ja, ich kenne ihn. Gebt mir den Brief. Bringt Mallory das Amulett. Findet so viel heraus, wie ihr könnt und verkauft es, wenn er daran interessiert ist. Er wird euch einen Bürgschaftsbrief anbieten. Das geht in Ordnung. Delvin Mallory und die dunkle Bruderschaft hatten bereits miteinander zu tun. Wir können ihm vertrauen. Das ist ja interessant. Zufällig bin ich ja Chefin der Diebesgilde. Aber das habe ich jetzt nicht erwartet, dass Delvin da irgendwie mit drin steckt. Das ist dann aber was für die nächste Folge. Ich sage mal an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.